Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, mein Name ist Heinz Lappe. Zwei Themen bestimmen unser aller Zukunft. Das ist die hohe öffentliche Verschuldung, die wahrscheinlich eine steigende Inflation nach sich ziehen wird. Des Weiteren die überalternde Bevölkerung in unserem Land. Etwa ab 2030 werden die über 60-Jährigen bei uns in der Mehrzahl sein. Was bedeutet das für den Staat? Weniger aktive Steuerzahler, geringere Steuereinnahmen, weniger Junge, die in das Rentensystem einzahlen, Kürzungen auf allen Gebieten, auch in den Sozialsystemen, werden nicht vermeidbar sein. Gegen eine mögliche Inflation oder gar ein Wechsel in unserer Währung kann sich der Einzelne nur durch Eigenvorsorge schützen. Um Ihnen das zu erläutern, Ihnen die Folgen klarzumachen, haben wir heute den ersten zertifizierten Geldlehrer Deutschlands, Herrn Grischer Schulz, gebeten, Ihnen an Beispielen Lösungen vorzurechnen. Liebe Zuschauer, wir unterhalten uns jetzt über das Thema Inflation. Inflation ist etwas sehr Individuelles, was jeder für sich anders erlebt. Das Statistische Bundesamt sagt, von 1970 bis 2009 wäre die Inflation bei 3,168% gelegen. Ich möchte mit Ihnen jetzt gemeinsam einfach mal zwei Beispiele nachrechnen. Dafür habe ich einmal das Glas Nutella genommen und einmal die Bild-Zeitung. Jetzt nehmen wir uns einfach den Taschenrechner, den BWK Minimax Volksrechner. Sie nehmen den Rechner an die Hand und wir rechnen gemeinsam ein Beispiel. Das Glas Nutella kostete im Jahr 2000 49 Cent. Wir geben zusammen in den Rechner ein. Wir reden also über 10 Jahre, 2000 bis 2010, und geben gemeinsam ein, 10 Jahre. Wir sind jetzt am Start sozusagen. Was kostete das Glas 2000? Das waren 0,49 Cent. Die geben Sie mit einem Minusvorzeichen der grauen Taste auf den Start. Zwischendrin passiert nichts, 0 auf die Rate und am Ende sind es 99 Cent, für die Sie heute ein Glas Nutella bekommen. 0,99 auf das Ende. Wir suchen den Zins, die Inflation, die in den letzten 10 Jahren pro Jahr stattgefunden hat. Und der Taschenrechner errechnet Ihnen 7,286%. Die tragen wir in unsere Tabelle ein. 7,29%. Und Sie sehen, das hat nichts mit dem Statistischen Bundesamt erstmal zu tun. Als zweites Beispiel habe ich Ihnen die Bild-Zeitung sozusagen mitgebracht. Die war von 1965, da kostete sie 5 Cent und heute 2010 können Sie sie für 60 Cent kaufen. Rechnen wir dieses Beispiel auch gemeinsam. Wir geben zusammen ein, von 1965 bis zum Jahr 2010 sind es 45 Jahre. Wir geben ein, 45 auf die Jahre. Und schauen uns dann an, wie hoch ist der Zins, das ist das, was wir suchen. Am Start, sozusagen 1965, haben Sie die Bild-Zeitung für 10 Pfennig, also umgerechnet in Euro 0,05, wieder mit einem Minusvorzeichen. Wir tun so, als ob wir sie im Jahre 1965 gekauft haben. Zwischendrin passiert nichts, also 0 auf die Rate. Am Ende bezahlt man für eine Bild-Zeitung 60 Cent, wir geben ein 0,6 aufs Ende und drücken dann auf den Zins und stellen fest, die Inflation der Bild-Zeitung liegt bei 5,677%. Das tragen wir jetzt gemeinsam in die Tabelle ein. 5,68%. Das ist die Inflation sozusagen der Bild-Zeitung. Es ist ja so, Inflation ist ja nicht etwas, was heute aufhört, sondern ein Leben lang uns begleitet. Schauen wir einfach mal, was wird ein Nutella-Glas unter der Voraussetzung dieser Inflation von 7,29 im Jahr 2040 kosten. Wir geben gemeinsam ein, von 2010 bis zum Jahr 2040 sind es wie viele Jahre? 30. Wir geben ein, 30 auf die Jahre.
Die Inflation für Nutella hatten wir ausgerechnet, das waren die 7,29. Die geben wir gemeinsam ein. Heute, also am Start, zu Beginn der Rechnung, kostet das Glas Nutella 99 Cent, 0,99. Und wir tun wir so, als ob wir ein Glas Nutella heute kaufen, mit Minus auf den Start. Und zwischendrin geben wir noch ein 0 auf die Rate. Und wir schauen uns an, was wird im Jahr 2040 ein Glas Nutella kosten. Sie nehmen den Rechner zur Hand, drücken aufs Ende und sind bei 8,17 Euro. Die tragen wir in unsere Tabelle ein. Und Sie sehen, 8,17 Euro, da würden Sie vielleicht durchaus sagen, im Jahr 2040, dann esse ich halt keinen Nutella mehr. Kommen wir zur Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung kostet heute im Jahr 2010 60 Cent. Das heißt, bis zum Jahr 2040 sind es hier auch noch 30 Jahre. Wir geben ein, 30 auf die Jahre. Wir haben eine Inflation errechnet von 5,68 auf Zins. Am Anfang tun wir so, als ob wir die Bild-Zeitung heute wieder kaufen. 0,6 mit einem Minusvorzeichen auf den Start. Zwischendrin passiert nichts. 0 auf die Rate. Und wir sehen uns das Ende an. Also was wird eine Bild-Zeitung im Jahre 2040 kosten? Auf dem Ende sind es dann 3,15 Euro. Wir tragen es in unsere Tabelle ein. Eine Bild-Zeitung wird im Jahr 2040 3,15 Euro kosten. Sie sehen schon, das sind Zahlen, da würde man durchaus sagen, Mensch, das kann ich nicht glauben, dass das alles so wird. Inflation ist etwas sehr Individuelles, das erlebt jeder von uns anders. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass Sie für sich eine Kompetenz entwickeln, das nachzurechnen. Das wünsche ich Ihnen mit dem BBK Minimax Volksrechner. Rechnen Sie einfach Ihre eigene Inflation nach. Vielen Dank und viel Spaß beim Rechnen.